Der Prozess ist besonders wichtig, dieser Zerfall letzten Endes für die leichten schwarzen Löcher. Die zerfallen also besonders schnell. Das heißt, wenn man jetzt sich überlegt, wie sieht es aus mit den kosmischen schwarzen Löchern, die wir da erkennen, die 10 Sonnenmassen haben, die leichtesten, die man gemessen hat, haben 3 Sonnenmassen, die schwersten haben 20 Milliarden Sonnenmassen. Das ist also diese komplette Skala von Massen für schwarze Löcher. Und da kann man ausrechnen, wie lange die brauchen, um über diese Hawking-Strahlung zu zerfallen. Dann kommt man eben auf eine Zeitskala, die größer ist als das Alter des Universums. Mit anderen Worten, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass kosmische schwarze Löcher schnell zerfallen werden. Aber vielleicht gibt es eben auch kleine schwarze Löcher, die so schwer sind wie 1000 Protonen oder sowas. Kann man nicht ausschließen. Und wenn die sehr leicht sind, können die schnell zerfallen über diesen Prozess. Das heißt, man hat zum Beispiel dann gesucht, ob man bei dem Teilchenbeschleuniger LHC Hinweise findet auf schwarze Löcher, die zerfallen. Schwarze Löcher nämlich im Mini-Format. Hier sieht man eine Simulation, wie das aussehen muss. Also man hat es tatsächlich simuliert. Das ist die Signatur letzten Endes von einem Mini-Loch. Für kurze Zeit haben Sie, es ist ja immer so, Sie haben immer dann ein schwarzes Loch, wenn Sie die Masse kleiner machen als Ihren zugehörigen Schwarzschildradius. Der ist bei der Erde zum Beispiel 9 mm. Würden Sie es irgendwie schaffen, dass Sie alles, was wir auf der Erde haben und natürlich auch im Inneren, der Erdkern muss da auch rein, das quetschen Sie alles zusammen auf eine Kugel von Murmelgröße, 9 mm Radius, dann hätten Sie aus der Erde ein schwarzes Loch gemacht. Dann haben Sie nämlich den Schwarzschildradius erreicht, der zur Erdmasse gehört. Haben Sie jetzt 1000 Protonen und würden die in so einem Teilchenbeschleuniger extrem verdichten für eine kurze Zeit, und zwar so stark verdichten, dass Sie unter Ihren Schwarzschildradius kommen. Dann müssten Sie also einen Schwarzschildradius für 1000 Protonenmassen ausrechnen. Und wenn Sie das schaffen, dann hätten Sie ein schwarzes Miniloch erzeugt für kurze Zeit. Es gab ja dann diese ganzen Videos, die man auch auf YouTube sehen kann mit "Wir werden alle sterben", ne? Also dass ein Miniloch im Teilchenbeschleuniger entsteht und es wird über alle Grenzen wachsen und wird die Erde verschlingen. Also das ist sehr nett anzusehen, diese Videos. Aber natürlich passiert sowas nicht, denn es gibt ein ganz wichtiges Gegenargument zu dem Ganzen. Die kosmische Strahlung hat viel größere Energien, Faktor 10 hoch 7, also 10 Millionen höhere Energien als das, was man in den stärksten Teilchenbeschleuniger am LHC erreichen kann. Das bedeutet, kosmische Strahlung, die zum Beispiel auf den Mond runterprasselt, da macht die Natur genau dasselbe Experiment wie in einem Teilchenbeschleuniger, weil da prasseln sozusagen mit extrem hoher Energie Teilchen auf die Mondoberfläche herunter und dabei müssten sich auch diese Minilöcher bilden, wenn es die dann wirklich gibt. Und im Mond, Mondgestein wurde mitgenommen bei den Apollo-Missionen. Das heißt, man weiß, dass der eben über die radiogene Altersbestimmung kann man ja dann herausfinden, der ist schon seit 4,5 Milliarden Jahren da und dem Mond geht's gut. Er ist nicht irgendwie verschluckt worden vom schwarzen Loch. Das heißt, wenn es diese Minilöcher tatsächlich gibt, dann können sie nicht über alle Grenzen wachsen. Dann muss es irgendeinen Prozess geben, der sie zum Zerfallen bringt. Und das ist wahrscheinlich dann die Hawking-Strahlung. Es könnte aber auch sein, dass es diese Minilöcher einfach gar nicht gibt. Könnte auch sein. Man hat nach solchen Signaturen gesucht. Also die Simulationen machen dann eindeutige Vorhersagen, wie so ein Miniloch aussieht. Es ist extrem kreisförmig, wie Sie hier sehen. Und diese Büschel, die man da sieht, das ist eigentlich schon, das schwarze Loch ist jetzt schon verschwunden. Die Energie, die nämlich aus der Kollision letzten Endes ja dann kommt, wird hier umgewandelt wieder in Teilchen. Man spricht hier von Hadronisieren und meint, dass dann eben hier in einem Mini-Feuerball die Energie genutzt wird, um neue Teilchen, wieder Teilchen-Antiteilchenpaare, Quarks zum Beispiel, zu formieren. Die Quarks gehen dann zusammen in Zweiergruppen und in Dreiergruppen und bilden zum Beispiel sowas wie ein Proton. Ein Proton besteht aus 3 Quarks. 2 Up, 1 Down Quark. Und dann formieren sich hier verschiedene Teilchen, die zum Beispiel aus Quarks bestehen. Das heißt, hier materialisiert gerade Materie in einem kleinen Mini-Feuerball. Und was eben das Charakteristikum ist, dass es eben so schön kugelrund ist. Und danach hat man gesucht, aber man hat es nicht gefunden. Hätte man es gefunden, hätte man wahrscheinlich Hawking den Nobelpreis für Physik gegeben, weil das wäre dann auch eine indirekte Bestätigung für die Hawking-Strahlung
gewesen. Also er war not amused. Er hat das CERN mehrfach besucht. Da komme ich nochmal nachher drauf zu sprechen, zu den früheren Besuchen. Aber 2006 ist hier dieses nette Foto entstanden. Also er war interessanterweise skeptisch, was den Nachweis dieses Higgs-Teilchens angeht. 1964 wurde ein neues Teilchen erfunden, könnte man sagen, das Higgs-Teilchen. Und man hat eben jahrzehntelang danach gesucht. 2012 hat man es dann auch entdeckt. Und sozusagen wieder erwarten, was Hawking angeht. Er hätte nicht geglaubt, dass man das entdecken würde. Und supersymmetrische Teilchen hat man auch nicht gefunden. Das war auch eher die Vorhersage, ne? Dass man erst supersymmetrische Teilchen findet und dann das Higgs-Teilchen. Man hat das Higgs-Teilchen gefunden, aber von Supersymmetrie keine Spur. Das wiederum verärgert die Stringtheoretiker, weil die brauchen die Supersymmetrie für ihre Theorie. Das ist nämlich eine Superstringtheorie, eine supersymmetrische Stringtheorie. Und dummerweise gibt es die irgendwie nicht, diese Teilchen in dem Beschleuniger. Könnte sein, dass die erst bei höheren Energien in Erscheinung treten. Das weiß man eben nicht. Also muss man einen stärkeren Beschleuniger bauen. Kommen wir nun zur Kosmologie und ich schaue mal auf die Uhr, denn Sie wissen ja, ich rede gerne und lange, aber wir sind gut in der Zeit. Hier sieht man jetzt nur noch mal zur Erinnerung die Entwicklungsgeschichte des Universums, also nichts weniger als die letzten knapp 14 Milliarden Jahre. Wir sind hier. Hier ist das Universum entstanden im Urknall und dazwischen ist viel passiert. Erstmal mussten sich die Teilchen bilden, dann die Atome. Und als die Atome da waren, die ersten neutralen Atome, wurde das Universum durchsichtig. Die Hintergrundstrahlung konnte sich frei ausbreiten. Das ist dieses farbenprächtige Muster, was Sie hier sehen, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Breitete sich diese Hintergrundstrahlung aus. Das ist das bislang älteste Signal, was die Menschheit überhaupt messen kann vom Universum. Und danach war es erstmal dunkel, denn es gab nichts außer der Hintergrundstrahlung, was geleuchtet hat. Die Hintergrundstrahlung war im Bereich von der Wärmestrahlung eben, also nicht sichtbar. Jetzt muss ich überlegen, 3000 Grad, Moment, müsste eigentlich auch im Bereich sichtbar sein, ja. 400 Millionen Jahre nach dem Urknall bildeten sich dann aus diesem im Wesentlichen Mix von Wasserstoff und Helium die ersten großen Sterne, die sehr schnell auch kollabierten zu schwarzen Löchern. Danach bildeten sich natürlich auch Galaxien und das wurde alles reprozessiert. Das heißt, irgendwann kam auch unser Sonnensystem ins Spiel. Das ist etwa 5 Milliarden Jahre alt, kam also irgendwo hier später ins Spiel. Und letzten Endes sind wir aus dem recycelten Material von anderen Sternen, die explodiert sind, entstanden, was wir daran bemerken, dass wir eben solche schweren Elemente wie Gold, Platin, Blei im Sonnensystem finden können. Hawking hat sich nun über diesen Anfang Gedanken gemacht. Man sieht hier übrigens auch sehr schön, diese Glockenform kommt daher, dass eben der Raum sich ausbreitet. Also am Anfang war der Raum im Prinzip punktförmig, Urknallsingularität. Dann gab es diese sehr schnelle Ausdehnungsphase, die man Inflation nennt. Schon 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall, sagen die Theorien, war diese Phase dann im Wesentlichen zu Ende. Und danach ist dieses Inflationsfeld, was dafür verantwortlich ist, hat Energie gespeichert. Wenn die Inflation endet, wandelt sich die Energie von diesem Feld in Teilchen um. Also da kommen letzten Endes dann die Elementarteilchen her. Das Universum kühlt dann immer mehr ab und so bilden sich dann irgendwann aus den Quarks die zusammengesetzten Teilchen, Protonen, Neutronen und anderes Zeug. Die wiederum bilden die Atomkerne und fangen dann irgendwann die Elektronen ein und haben wir die Atome. Dann kommt irgendwann die klassische Astronomie ins Spiel mit den ersten Sternen und Galaxien und Galaxienhaufen. Das ist sozusagen dieses Modell. Und was hier hinten nochmal interessant zu erwähnen ist, die dunkle Energie sorgt dafür, dass das Universum beschleunigt expandiert. Wie Sie hier sehen, ist es ein Effekt, der sich erst zu späten Phasen, Entwicklungsphasen des Universums bemerkbar macht. Also am Anfang hat diese dunkle Energie keine Rolle gespielt, aber hier plötzlich gibt das Universum Gas. Warum? Weil sich eben alle anderen Energieformen und Materieformen ausdünnen durch die Expansion des Universums und plötzlich diese dunkle Energie, die eigentlich extrem dünn verteilt ist, dynamisch relevant wird für den Kosmos. Also deshalb erst in ungefähr der letzten 1 Milliarde Jahre spricht man von dieser beschleunigten Expansion, die da plötzlich zuschlägt.
Das Standardmodell ist hier nochmal so wie eben die Glocke dargestellt. Man nennt es das Lambda-CDM-Modell. Lambda ist die kosmologische Konstante von Einstein, nämlich diejenige Form von dunkler Energie, die aktuell favorisiert wird. Und der zweite große Player, der wichtig ist für die Dynamik des Universums, ist die kalte, dunkle Materie oder auf Englisch Cold Dark Matter, CDM. Und das macht eben ungefähr das Fünffache aus im Vergleich zur normalen Materie. Diese dunkle Materie ist dafür verantwortlich, dass sie zusammenklumpt über die Gravitation und letzten Endes so die Strukturen gebildet hat. Also die dunkle Materie ist gewissermaßen das Gerüst des Universums. Und auf dem Gerüst sammelt sich dann auch die normale Materie und kondensiert in Anführungsstrichen zu Sternen, Galaxien und Galaxienhaufen. Der Start, also was zum Beispiel komisch ist, wenn wir nochmal hier zurückgehen, Sie sehen hier ja, das ist so ähnlich dieses farbenprächtige Bild wie das Bild von einer Wärmebildkamera. Also wenn Sie eine Person fotografieren, kalte Nasenspitze, gut durchblutete Wangen, kühles Hemd. Das können Sie dann sehen mit der Wärmebildkamera. Und hier sehen Sie im Prinzip auch sowas. Allerdings muss man sagen, es ist auf 10 hoch minus 5 Grad extrem genau auf derselben Temperatur. Es sind jetzt, wenn man das heute sozusagen beobachtet, diese Strahlungsform von hier hinten, hat ja diese Strahlung, die sich hier im frühen Universum gebildet hat, verändert. Sie kommt nämlich aus den Tiefen des Universums. Mittlerweile ist das Universum expandiert, das heißt, die Wellen werden auseinandergezogen. Und die Strahlung, die ursprünglich kurzwellig war, kommt hier hinten bei uns dann als auseinandergezogene lange Wellen, nämlich als Mikrowellen, an. Und wenn wir an den Himmel schauen, das war die Entdeckung, wo ein Münchner beteiligt war, Penzias oder auf Englisch Penzias, Penzias und Wilson. Penzias eben in München geboren, ist dann emigriert in die USA. Der hatte die Hintergrundstrahlung entdeckt. Zusammen mit Wilson war eine Zufallsentdeckung mit dieser Hornantenne in New Jersey. Und die haben festgestellt, egal wo sie diese Hornantenne hinrichten an den Himmel, es ist immer dasselbe Untergrundsignal zu sehen, nämlich diese Hintergrundstrahlung. Die ist also überall am Himmel im Prinzip gleich stark, nur wenn man extrem genau hinschauen kann. Auf 10 hoch minus 5 Grad Kelvin eben genau, nur dann sieht man Unterschiede. Und das ist letzten Endes dieses Muster. Also unterm Strich muss man sich dann fragen, wenn ich jetzt so als Astronom an den Himmel gucke und ich sehe diese Hintergrundstrahlung, woher wusste dieser Punkt am Südhimmel, dass er genau dieselbe Temperatur haben soll wie der andere Punkt am Nordhimmel, der direkt gegenüber liegt, obwohl die beiden keine Möglichkeit hatten, miteinander irgendwie zu kommunizieren, nämlich zu sagen, hey, ich habe 2,7 Kelvin, mach du mal bitte dieselbe Temperatur. Es gab keine Möglichkeit, dass die beiden über Licht, nämlich über ein Lichtsignal, sich austauschen konnten und sagen konnten, hier, selbe Temperatur bitte. Das kann man nicht erklären. Diese extreme gleichförmige Temperatur am gesamten Himmel kann man nicht erklären ohne Inflation. Was sagt nämlich die Inflation? Die Inflation bringt hier diese komische Spitze, diesen Knick hier und die Spitze ins Spiel. Die Inflation sagt nämlich, ja, die beiden Punkte waren früher ganz nah beisammen. Da hatten die eben Möglichkeit zu kommunizieren, auch auf sozusagen sich thermodynamisch zu beeinflussen, auf dieselbe Temperatur zu bringen. Und durch die Inflation wurden die über alle Maßen voneinander getrennt, und zwar so weit, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und das ist die Idee von dem Inflationsmodell. Das ist also eine reine Hypothese erstmal, dass es diese Inflation gegeben hat. Es gibt bislang keinerlei Beobachtung, die das eben bestätigt. Man hat auch das Feld, was hier dazugehört, das Inflationsfeld selber hat man noch nicht nachgewiesen. Vielleicht werden jetzt auch die Gravitationswellen neue Erkenntnisse bringen, weil man eben mithilfe der Gravitationswellen, das ist ja hier die Zeit aufgetragen, und wir sagen, hier sind wir bei dem ältesten Signal angekommen, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Mit Gravitationswellen können Sie in noch frühere Phasen zurückschauen. Sie erinnern sich, Gravitationswellen kann man nicht aufhalten. Die gehen durch alles durch. Das heißt, mit Gravitationswellen haben Sie sogar die Chance, bis zum Urknall zurückzuschauen. Und da wird es dann eben spannend. Das wurde ja mit den BICEP-2-Messungen am Südpol behauptet, dass man Gravitationswellen indirekt gemessen hat, nämlich aus dieser Hintergrundstrahlung heraus. Es gibt hier in diesem Muster auch Spuren von Gravitationswellen, wo man 2014 war es, glaube ich, behauptet hat, die gemessen zu haben, aber es hat sich dann zerschlagen. Also das wäre eine ganz wichtige Entdeckung gewesen, weil dann hätte man die Inflation bewiesen und man hätte bewiesen, dass wir in einem Quantenuniversum in so einem winzigen Punkt
geboren worden sind letzten Endes. Soweit ist es aber noch nicht. Was hat jetzt der Hawking gemacht? Hier sehen Sie jetzt eine andere Darstellung, da fehlt dieser Knick und die Spitze. Der Hawking hat dieses Modell im Prinzip geglättet. Es ist auch ein expandierendes Universum, man nennt es das Hawking-Hartley-Universum. Und der Anfangspunkt ist hier keine Spitze mehr und es gibt keinen Rand. Man nennt es auch das No-Boundary-Proposal, also die Details sind genauso kompliziert, wie es hier klingt. Das ist letzten Endes ein Modell, was die Urknallsingularität vermeidet und mit diesem Instanton, das ist also eine spezielle Form von Feld, letzten Endes startet, um diese Urknallsingularität zu vermeiden. Und das war mal ein erstes Modell ohne diese Urknallsingularität. Und das möchte man letzten Endes herausfinden, kann man Modelle finden, die diese Singularität am Anfang vermeiden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Dummerweise aber keine Experimente, die eben in diese Frühphase ein Fenster öffnen. Bislang keine Möglichkeit, das zu bestätigen. Noch abgefahrener in Anführungsstrichen wird es, dass sie sich sogar Gedanken gemacht haben, dass es ein Vorläuferuniversum gibt. Das wäre also so eine Art Übergang gewesen. Es gab vor dem Urknall ein anderes Universum. Das ist in sich zusammengefallen, aber es gab dann einen Rückprall, was man dann Bounce nennt, und daraus ging unser heutiges Universum hervor. Auch eine interessante Idee, das waren dann Arbeiten auch von Hawking, von Hartley und von Hertog, der dann die Doktorarbeit bei Hawking gemacht hat, im Jahr 2011. Und da ist natürlich dann witzig, dass es um so ein Vorläuferuniversum dann geht. Also da wäre die interessante Frage, wie soll ich jemals nachweisen, dass es dieses Vorläuferuniversum gegeben hat. Also das ist natürlich kein Konsens in der Fachwelt, weil es ist einfach das Problem, wie will man das letzten Endes experimentell nachweisen. Hawking hat natürlich einige Auszeichnungen abgeräumt. Ich würde jetzt vielleicht nicht alle hier rausgreifen. Albert Einstein-Medaille natürlich. Er wurde auch zum Commander of the British Empire ernannt. Medal of Freedom und so weiter. Er hat aber keinen Nobelpreis bekommen. Also trotz dieser vielen wichtigen Publikationen, wichtige Beiträge, Inspiration für viele junge Forscher und jetzt auch alte Forscher, weil er eben jetzt 75 Jahre alt geworden ist, was ja keiner gedacht hätte, wirklich eine Inspiration und trotzdem eben noch kein Nobelpreis. Es ist natürlich immer auch ein bisschen Glückssache dabei, wird auch das entdeckt, was man da so vorhersagt. Aber das ist eben das Problem, weder mit der Inflation ist man weitergekommen, noch mit den Singularitäten. Und dazu möchte ich nochmal was sagen zu dem Faszinosum. Also Hawking, natürlich ist er auch so bekannt, weil er eben diese schlimme Krankheit hat und die amyotrophe Lateralsklerose, ALS genannt, eine degenerative Erkrankung des Nervensystems. Und wie gesagt, man hatte ihm eigentlich nicht viele Jahre gegeben, als es diagnostiziert wurde damals in den 60er Jahren. Und er hat dann einen Rollstuhl seit 1968 gehabt, hatte dann einen Luftröhrenschnitt und das nimmt Bezug auf einen CERN-Besuch. Also er hatte in den 80er Jahren dann das Forschungszentrum CERN in der Nähe von Genf besucht, wo heute der Large Hadron Collider LHC steht, und hatte dann da es ging ihm sehr schlecht und es musste dann ein Luftröhrenschnitt durchgeführt werden. Er wurde dann auch behandelt vor Ort in einem Krankenhaus, aber offenbar ging das eben komplett schief. Und dann hatte seine damalige Frau eben veranlasst, dass er nach Cambridge sofort geflogen wird und dass man hier versucht hat, ihn zu retten. Und zum Glück konnte man ihn retten, aber durch den Luftröhrenschnitt letzten Endes hat er dann die Fähigkeit verloren zu sprechen. Und deshalb wurde er seitdem sozusagen der Physiker, der Astrophysiker mit der Roboterstimme. Er hatte einen Sprachcomputer, den er zunächst noch, weil er mit den Händen umgehen konnte, einen Handtaster eben benutzt hatte. Danach hat er einen mit dem rechten Wangenmuskel das angesteuert und selbst das, weil es ja eben eine Lähmungserscheinung ist, die sich dann nach und nach ausbreitet im Körper, konnte er das auch nicht mehr nutzen und konnte das dann nur noch mit Augenbewegung zum Schluss, und so ist es eben aktuell noch, ansteuern, um sich mitzuteilen. Vielleicht haben Sie mal Interviews verfolgt, war da nicht auch mal bei Kerner irgendwie zu Gast auch im Fernsehen? Die Fragen müssen dann typischerweise vorbereitet werden, die man ihm stellt. Und dann werden die halt aufgesprochen mithilfe dieser Roboterstimmen. Und es dauert halt einfach eine Zeit, bis sich sozusagen das, was er sagen will, übersetzt hat in Sprache. Und deshalb werden die Fragen meistens abgesprochen.
und er kann dann eben nicht so schnell sich mitteilen. Warum fasziniert Hawking? Und er hat es eben sehr schön selber auf den Punkt gebracht, das möchte ich Ihnen hier mal kurz zum Besten geben. Ich kann mich zwar nicht bewegen und ich muss mit Hilfe eines Computers sprechen, aber mein Geist ist frei. Gedanklich kann ich durch das Universum reisen und mich mit seiner Geschichte befassen. Ich hatte schon immer ein klares Ziel. Ich will herausfinden, wie das Universum funktioniert und warum es überhaupt existiert. Zum Glück gibt es überall Hinweise. Der wichtigste befindet sich direkt über unseren Köpfen. Also das ist eben das Genie, das frei ist, gefangen in einem gelähmten Körper. Und das ist mit Sicherheit eben das, was auch so faszinierend ist an ihm. Es gab mehrere Wetten, die er abgeschlossen hat. Eine, die dann sehr medienträchtig in Szene gesetzt wurde, war diese Frage mit der Vernichtung von mit Informationen in schwarzen Löchern. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich nehme das immer gerne mit einem Stuhl. Ja, Sie nehmen einen Stuhl, werfen den in das schwarze Loch hinein. Das Einzige, was die Schwarzschild-Lösung erlaubt, ist die Masse. Das heißt, das, was von dem Stuhl überlebt, ist die Masse des Stuhls. Und die große Frage ist, was ist mit dem Rest? Wir wissen ja, es war ein Stuhl, der hatte eine Zusammensetzung, besteht aus Metall, Holz, was auch immer. Er hat eine bestimmte Farbe. All das, was wir an Zusatzinformationen haben über den Stuhl, ist verloren gegangen, wenn die allgemeine Relativitätstheorie stimmt. Das Einzige, was überlebt, ist die Masse des Stuhls, nämlich um diese Masse wird das schwarze Loch schwerer geworden sein. Und die große Frage ist, das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch die Information noch sein. Und wenn Sie einen Quantenphysiker fragen, dann sagen die, es gibt einen Erhaltungssatz für Informationen. Es kann eigentlich gar nicht sein, dass diese Information vernichtet wird. Die Relativitätstheorie sagt, sie wird vernichtet. Die Quantenphysik sagt, sie muss irgendwo noch stecken. Und das war genau der Punkt, wo dann eine Wette entbrannt ist zwischen Hawking und Zorn als Relativitätstheoretiker auf der einen Seite und einem Quantenphysiker namens John Preskill, auch am Caltech in den USA tätig. Und diese Wette wurde 1997 abgeschlossen. Es gab dann wichtige Entdeckungen, auch kurze Zeit später, Ende der 90er Jahre. Maldacena ist da zu nennen, berühmtes junges Talent, ein Stringtheoretiker, der sich mit der Theorie von schwarzen Löchern befasst hat und da wichtige Beiträge geleistet hat. Und das hatte letzten Endes dann Hawking dazu bewogen, dann nach Jahren eben 2004 seine Wettschuld einzulösen, zu sagen, Leute, ich glaube jetzt da eigentlich auch dran, dass irgendwie die Information überleben muss. Es war dann ganz witzig, es gibt eine berühmte Konferenzreihe, die nennt man General Relativity and Gravitation, also eine Konferenz, die immer von Stadt zu Stadt in der Welt tingelt, war 2004 in Dublin und die Organisatoren waren dann nicht schlecht überrascht, dass eben im Prinzip kurz bevor die Konferenz losgehen soll, meldet sich Hawking bei den Organisatoren und sagt, ich würde gerne Redezeit bekommen, ich würde ganz gerne dort auftreten und was Wichtiges erzählen. Natürlich war längst eigentlich die Meldefrist abgelaufen, dass man Vorträge da einreichen kann, aber wer wird Hawking Redeverbot erteilen, den möchte ich mal sehen. Deshalb hat er natürlich Redezeit bekommen, was dann natürlich auch die Organisatoren überfordert hat, weil als es bekannt wurde, dass Hawking zu der Konferenz gibt, was Wichtiges zu sagen hat, sind natürlich auch alle Medien da hingeeilt. Und vielleicht haben Sie es 2004 mitbekommen, das war also wirklich eine heftige Geschichte. Und was Hawking dann gesagt hat, können Sie nachlesen in dem Buch von Rüdiger Faas. Der hat unheimlich viel zu Hawking und seinem Leben veröffentlicht an schönen Büchern, die Sie nachlesen können. Und übersetzt hat er eben dann bekannt gegeben, 2004, es zweigt sich kein Baby-Universum ab, wie ich einst gedacht habe. Die Information bleibt fest in unserem Universum. Es tut mir leid, die Fans von Science Fiction enttäuschen zu müssen, aber wenn die Informationen erhalten bleiben, gibt es keine Möglichkeit, mit Hilfe schwarzer Löcher in andere Universen zu reisen. Wenn man in ein schwarzes Loch springt, wird, allerdings verstümmelt, die Masse und Energie in unser Universum zurückkehren, die Informationen darüber enthält, was man war, wenn auch in einem nicht wiedererkennbaren Zustand. Also bezogen auf den Stuhl bedeutet es, die Information, dass es ein Stuhl war und wie er zusammengesetzt ist, bleibt irgendwie erhalten. Klingt aber so ein bisschen wie der Spruch von einem Orakel, ne? Weil genau gesagt, wie und wo, hat er nicht. Es gab eine tolle Reaktion vom Quantenphysiker John Preskill auf diese weisen Worte. Er hatte gesagt, ich habe immer gehofft, dass Zeugen anwesend sein würden, wenn Stephen sich geschlagen gibt.
aber dies hier übertrifft alle meine Erwartungen. Ich will ehrlich sein, ich habe den Vortrag nicht verstanden. Aber das brauche ich auch nicht. Die Vereinbarung lautete, dass der Gewinner die Enzyklopädie erhält, wenn die andere Partei aufgibt. Ich muss nicht damit einverstanden sein. Und ich meine, er ist wirklich auch eine Koryphäe, berühmter Quantentheoretiker, wichtige Arbeiten auf dem Gebiet der Erforschung von schwarzen Löchern, und er sagt, ich habe es nicht verstanden. Der Dritte im Bunde, Kip Thorne, der jetzt, Sie erinnern sich, mit dem Nobelpreis für die Gravitationswellen und LIGO ausgezeichnet wurde, der ist noch unentschieden, also er gibt sich nicht verloren. Bislang ist auch nicht so ganz klar, wie die Information überlebt. Eine Theorie, die diskutiert wird, dass die Hawking-Strahlung, die wir besprochen haben, die Strahlung, die jedes schwarze Loch offenbar abgeben muss, nachdem was Hawking sagt, dass eventuell in dieser Hawking-Strahlung Struktur drinsteckt. Man unterscheidet thermische Strahlung und andere Strahlungsformen. Thermische Strahlung bedeutet, sie ist komplett zufallsverteilt letzten Endes und es steckt keine Information drin. Es könnte aber auch eben Informationen drinstecken. Und da gab es eben Arbeiten, dass sozusagen Information in der Hawking-Strahlung weggestrahlt wird vom schwarzen Loch. Also sie bleibt nicht im schwarzen Loch dann drin. Sie könnte auch einfach über die Hawking-Strahlung das schwarze Loch verlassen. Und da gab es wichtige Arbeiten 2014 von Dejan Stojkovic an der University of Buffalo. War damals heftig diskutiert worden. Man hat jetzt seither nicht mehr so viel darüber gehört, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht, der aktuelle Stand. Es ist immer noch umstritten, die ganze Geschichte. Was auch immer wieder für Medienrummel gesorgt hat, waren die Äußerungen von oder über Gott, letzten Endes, die Hawking geäußert hat. Er hat schon sehr früh in den 80er Jahren auf einer Kosmologietagung im Vatikan teilgenommen und er hat dann provokativ behauptet, ne, direkt vor dem Papst, das Universum braucht keinen Schöpfer. Hier auch wieder nachzulesen bei der kurzen Geschichte der Zeit, wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, dass es durch einen Schöpfer geschaffen worden sei. Doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst abgeschlossen ist, wenn es wirklich keine Grenze und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder einen Anfang noch ein Ende. Es würde einfach sein. Wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer? Das gab natürlich Ärger. Damals noch Papst Johannes Paul II., ne, das war ja, war das noch 81 Papst Johannes Paul II., ich glaube schon. Er hat dann auch, der große Entwurf hieß das Buch im Deutschen, Grand Design, da hat er das auch wieder behauptet, eine Hand Gottes sei nicht nötig, das soll er mal Maradona sagen, ne? Eine Hand Gottes sei nicht nötig. Und da ist natürlich immer die Frage, ist es auch so ein bisschen, um Medientamtam natürlich zu erzeugen, damit die Leute das Buch kaufen? Ja, kann man hinterfragen. Auf jeden Fall hat er gesagt, es ist nicht nötig, Gott als ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat. Es ist sozusagen eine in sich abgeschlossene Theorie, die er da vorlegt. Und ja, die Frage ist natürlich, inwiefern auch Gott über das Ganze hinausgeht. Das kann man natürlich sehr vortrefflich drüber streiten. Er hat hier die Terminologie eigentlich von Aristoteles benutzt. Der unbewegte Beweger ist ja Gott. Und der erste Beweger wäre eben dann Gott letzten Endes, den er hier anzweifelt. Es gab aber auch hier eben schöne Treffen, jetzt zum Beispiel mit Josef Ratzinger. Auch hier hat er wieder gesagt, also Ratzinger hat gesagt, das Universum ist kein Ergebnis eines Zufalls, also damit direkt die Gegenposition eingenommen, aber wie das Bild hier zeigt, ich glaube, die sind trotzdem ganz gut ausgekommen. Hier neuere Geschichten, auch bei Rüdiger Faas nachzulesen, eine provokante These zu Gott. Er hat gesagt, ich habe in den letzten 49 Jahren mit der Erwartung eines baldigen Todes gelebt. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe es nicht eilig zu sterben. Ich möchte noch so vieles vorher tun. Ich halte das Gehirn für eine Art Computer, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Bestandteile versagen. Es gibt keinen Himmel oder ein Leben nach dem Tod für defekte Computer. Das ist ein Märchen für Leute, die Angst vor dem Dunkeln haben. Ganz kurz noch zu der Familie. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Also vielleicht auch gar nicht so bekannt, dass Hawking sogar Familie hatte. Also er war nicht nur verheiratet, mehrfach verheiratet. Zunächst mit Jane Wilde 1965, hatte dann drei Kinder, die aus der Ehe hervorgegangen sind, Robert, Lucy und Tim. 1990 kam die Scheidung, dann ist er mit der Pflegerin
zusammengezogen, hat sie auch 1995 geheiratet. 2006 kam hier die Scheidung und mittlerweile schreibt er relativ viele Bücher mit seiner Tochter Lucy. Die sehen Sie hier, geboren 1970, Journalistin und Autorin. Und da gibt es auch viele Kinderbücher aktuell, die er dann mit ihr zusammen rausgebracht hat. Unter anderem Der geheime Schlüssel zum Universum und Die unglaubliche Reise ins Universum. Ja, und heute, vielleicht haben Sie auch Erinnerungen dran, wann Sie zuletzt was gehört haben über Hawking. Ich habe hier eine kleine Auswahl, das war schon ein bisschen länger her. Er hat sich diesen Wunschtraum erfüllt, dass er einen Parabelflug durchgeführt hat. Man beachte den Apfel, ne? Der ja auch durch die Gegend fliegt. Natürlich wie bei Newton, der Apfel, der da herunterfiel, das war im Jahr 2009. Und er arbeitet auch mit Milliardär Milner sozusagen zusammen, ein Gönner und Förderer von Projekten, die eben auch Hawking unterstützt. Zum Beispiel die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Da wurden also 100 Millionen US-Dollar zugesagt. Die werden also über mehrere Jahre hinweg von Milner gespendet, um dieses Projekt eben der Suche nach außerirdischem Leben, nach Exoplaneten weiterzuführen. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico, was jetzt übrigens durch die ganzen Wirbelstürme stark Schaden genommen hat. Das war auch durch die Finanzierung letzten Endes immer wieder bedroht, dass man das schließen musste. Zum Glück gab es dann immer wieder Fördermittel und das ist eine ganz wichtige Entdeckungsmaschine für ja, Kleinkörper im Sonnensystem, aber auch für Exoplaneten zum Beispiel. Und man hat übrigens auch den Doppelneutronenstern, den Hals-Taylor-Pulsar, damit entdeckt, 1974. Das ist ein wichtiges Thema bei den Gravitationswellen. Das war nämlich das erste System, wo man dann indirekt gesehen hat, dass es Gravitationswellen geben muss. Das war der erste Nobelpreis für Gravitationswellen 1993. Und ganz neu in diesem Jahr, es gibt eine Initiative, wo man die interstellare Raumfahrt unterstützt. Also wie könnte man zum nächsten Stern nach der Sonne reisen? Das nennt sich die Breakthrough Starshot Initiative. Und letzten Endes möchte man das erstmal unbemannt machen. Das sind kleine Kapseln letzten Endes, die man mit Laser wegschießt. Also was heißt Kapseln? Das ist nur im Grammbereich ist die Masse. Also es ist wirklich so leicht, dass Sie das viel leichter auch beschleunigen können, um es dann eben in einer relativ kurzen Zeit in das Nachbarsystem zu schießen. Und das ist natürlich, sind die ganzen Vorläufer für die interstellare Raumfahrt, dass man irgendwann natürlich auch Menschen zu den nächsten Systemen schicken möchte letzten Endes. Aber auch zu Donald Trump hat er sich zu Wort gemeldet, der ja aus dem Klimaprogramm, dem internationalen Anstrengungen aussteigen möchte, dass es eben unheimlich gefährlich wäre, das zu tun. Geholfen hat es, glaube ich, nicht. Aber immerhin, es ist eine wichtige Stimme und ich finde es im Prinzip auch gut, dass Leute mit Einfluss und mit Namen auch dann die Stimme erheben für das, was ihnen wichtig erscheint. Ich bin ganz erstaunt, dass ich schon am Ende bin. Sie haben es geschafft. Das war also, denke ich, eine ganz interessante Persönlichkeit, die wir hier nochmal uns genauer zu Gemüte geführt haben. Er hat bahnbrechende Beiträge geleistet zur theoretischen Physik, insbesondere zu schwarzen Löchern und der Kosmologie. Er gehört mit Sicherheit zu den außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er ist ein Superstar der Wissenschaft, kann also, denke ich, locker mithalten mit Leuten wie Einstein. Er ist auch ein Vorbild für alle Menschen, die Behinderungen zum Beispiel haben oder die, denen es schlecht geht, wo man dann sieht, was man doch leisten kann, auch wenn man stark eingeschränkt ist, um es mal eigentlich zu untertreiben. Hawking fasziniert, er prägt Generationen von jungen Physikern, die heute jetzt schon Professoren geworden sind, wer hätte das gedacht. Und er hat natürlich auch streitbare Thesen zur Religion und Gott, aber ich denke, es ist auch eine interessante Diskussion, die man da führen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich.